Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir haben heute ein wunderbares Thema, Endzeit, wie es weitergeht. Und zwar der erste Teil, der sich damit auseinandersetzt, wie es wohl von jetzt, vom Augenblick weitergehen könnte in die nächsten 1, 2, 3 Jahre hinein. Die Bibel, der Herr Jesus Christus, ermutigt uns, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht, sagt er in Lukas 21, Vers 28. Und diese Überschrift sagt, dass alle Gotteskinder, die ein inniges und herzliches und aufrichtiges und lebendiges Verhältnis zu Jesus haben, auf der richtigen Spur sind und praktisch schon das Ziel vor Augen haben. Und noch etwas, man wird so richtig innerlich angezündet für Jesus, wenn man sich mit den Ereignissen der Endzeit beschäftigt. Und wer glaubt, dass Jesus am Kreuz alle Sünden aller Menschen, auch ihre und meine Sünden getilgt hat, der ist gerettet. So kann man also sagen, wir befinden uns schon auf der Zielgeraden. Ist das nicht fantastisch? Am 2. Oktober endet das jüdische Jahr 5776 und am 3. und 4. Oktober 2016 fängt das neue Jahr 5777 für Israel und alle Juden in aller Welt an. Es beginnt das sogenannte Jobeljahr. Jobel heißt so viel wie Schofar, das alle 50 Jahre als Erlassjahr gefeiert wird. Und es endet das 49., das 7. Sabbatjahr, das sogenannte Supersabbatjahr. 3. Mose 25, Vers 8. Und du sollst dir 7 Sabbatjahre zählen, 7 mal 7 Jahre, sodass die Tage von 7 Sabbatjahren dir 49 Jahre ausmachen. Und 3. Mose 25, Vers 10 sagt uns, und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Land Freilassung für all seine Bewohner ausrufen. Ein Jubeljahr soll es euch sein, und ihr werdet jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und jeder zu seiner Sippe zurückkehren. 7 mal 7 Sabbatjahre gleich 49 Jahre. Das ist das wichtige Super-Sabbatjahr. Das Jubeljahr ist ein Jahr mehr, 50 Jahre. Jubel- oder Erlassjahr in der Bibel. 49 Jahre sind sehr interessant in der jüngsten Geschichte Israels, nämlich von 1917 bis 1966 und von 1966 bis 2015, jeweils Jahre, in denen erstaunliche Dinge passierten, war ein solches Super-Sabbatjahr. Und das bedeutet, das 49. Super-Sabbatjahr endet am 2. Oktober 2016 und es beginnt das 50. Jahr, das Erlassjahr, das Jubeljahr, am 3. Oktober 2016 nach unserem gregorianischen Kalender. Im israelischen Kalender markiert den Abschluss des 49. Sabbatjahres der 29. des Monats Elul, der in diesem Jahr ein Sonntag ist, nämlich der 2. Oktober nach unserem Kalender. Und es beginnt das 50., das Erlassjahr, am 1. Tischri 5777, am Montag und Dienstag, den 3. und 4. Oktober diesen Jahres. Das Erlassjahr muss vom Ende des 49. Jahres bis zum Beginn des 51. Jahres eingehalten werden, von einem Versöhnungstag zum anderen. Vom Mittwoch, den 12. Oktober an, dann nämlich ist Yom Kippur Versöhnungstag. Das alle 50 Jahre stattfindende Erlassjahr ist ein heiliges Jahr.
das mit dem Blasen des Widderhorns eingeläutet wird. So soll jeder Israeli in seine ursprünglichen Rechte wieder eingesetzt werden, welche er im Verlauf der abgelaufenen 50 Jahre eingebüßt hatte. So war es Gottes Plan, als er Mose seine ewig gültigen Forderungen an und für jeden Israeli gab. Was für eine fantastische Maßnahme Jahwes, Gerechtigkeit gegenüber Arm und Reich walten zu lassen. Das ist auf jeden Fall spannend. Und was bedeutet das für Israel als Staat? Hat das irgendeine Bedeutung? Und wenn ja, was können wir erwarten? So viele Vorboten von etwas mega Großem gab es schon lange nicht mehr. Vorboten sind erste Hinweise auf die Zukunft. Einen solchen Vorboten erkennen wir in Bezug auf den Mauerfall in Berlin. Die Leute aus der damaligen DDR suchten Zuflucht in den deutschen Botschaften in Prag und Budapest. Das waren Vorboten. Islamistische Terrorakte machen die Welt heute unsicher. Und es ist nach wie vor schwer, sie alle rechtzeitig zu entdecken und zu verhindern. Sie sind Vorboten einer religiösen großen Veränderung in unserer Welt. Gehen wir zur Politik. Russland gehört zu den drei größten Militärmächten und hat sich erstmals auf Wunsch des Machthabers Assad in Syrien eigene Militärbasen eingerichtet in Syrien und geht mit regelmäßigen Bombardements, vor allem gegen die gemäßigte Opposition, vor. Die russische Präsenz im Nahen Osten ist wiederum ein Vorbote für etwas Militärisches, etwas Großes Militärisches. Verbündet ist Russland mit dem Iran und der im Libanon ansässigen Hisbollah-Miliz. Die Türkei andererseits kämpft unerbittlich gegen die Kurden, und zwar in Syrien, Irak und in der Osttürkei. Auch die Türkei zählt zu den 10 stärksten Militärnationen und ist eigentlich Partner der USA und der NATO. Eigentlich. In Wirklichkeit ist die Türkei unter Präsident Erdogan ein Vorbote einer militärischen islamischen Allianz, die unter Führung der Türkei eine sunnitische Weltmacht installieren will. Nordkorea testet Atomwaffen. Kim Jong-un, der Präsident, ist der Vorbote einer fernöstlichen vereinten Atommacht, der niemand widerstehen kann. China und Japan geraten immer häufiger aneinander wegen ein paar winzig kleinen Inseln im südchinesischen Meer. Und die USA? Die USA zerfällt, ihr Einfluss nimmt ständig ab. Ihren Nimbus als Ordnungsmacht im Nahen und Mittleren Osten und als Führungskraft des Westens hat sie verloren. Die NATO hat einen Teil ihrer Kraft eingebüßt und Europa hat kräftig in den letzten Jahrzehnten abgerüstet. Iran dagegen rüstet auf, obwohl von niemand bedroht, rüstet auf. Das ist ein Vorbote, ein weiterer Vorbote einer großen Katastrophe, die sich andeutet und auf die niemand vorbereitet ist. Israel rüstet ebenfalls auf, hat aber auch allen Grund dazu, weil es von seinen Nachbarn und den von dort aus operierenden Terrorgruppen durch Hunderttausende von Raketen in seiner Existenz und eben auch von Iran bedroht wird. Israel soll von der Landkarte verschwinden. Das ist der Wunsch sehr vieler Muslime und nicht nur der Muslime. Viele Menschen wollen eine judenfreie Welt. Das war immer so und das bleibt auch so.
Die Juden erinnern unaufhörlich an Jahwe und Jesus. Wechseln wir in ein anderes Gebiet, in die Wirtschaft. Die USA drucken unbegrenzt frische Dollars, für die kein Gegenwert da ist. Und das Gleiche tut Europa. Und das ist der Vorbote für eine nie dagewesene Finanzkrise. Auch die EZB druckt unbegrenzt frische Euros, für die ebenfalls kein Gegenwert da ist. Das ist der Vorbote für etwas ungeheuerlich Großes, Negatives, das von Europa kommt. Nach der Pleite der Banken wie Lehman Brothers 2009 droht jetzt eine noch viel, viel größere Pleite im Bankensystem weltweit, weil viele Schuldner ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können. Volkswagen kostet der Abgasskandal bis jetzt 35 Milliarden Euro. Milliarden Euro braucht auch die Deutsche Bank, ehemals größtes Bankhaus der Welt, um Rechtsstreitigkeiten an verschiedenen Orten zu bezahlen. Das Bargeld wird abgeschafft. Den 500-Euro-Schein gibt es schon seit ab 2018 nicht mehr. Als nächstes soll der 100-Euro-Schein verschwinden. Schweden ist dabei Vorreiter. Dort hat sich der Bargeldumlauf bereits halbiert. Es geht alles einfach viel schneller, als wir je erwarten konnten. Und das ist wiederum ein Vorbote dafür, dass in sehr kurzer Zeit niemand mehr mit Bargeld bezahlen kann. Unsere Bundesregierung empfiehlt, einen Notvorrat an Lebenswichtigem anzulegen. Sie weiß offenbar mehr, als sie sagt. Und das ist ein Vorbote für etwas sehr Wichtiges, dass trotz aller Moderne, trotz aller Technik in Kürze Dinge passieren könnten, wo man nicht mal mehr in der Lage ist, zum Einkaufen zu gehen. Was das im Einzelnen und für den Einzelnen bedeutet, können wir nur sehr vage erahnen. Aber Gott, der Vater, redet mit jedem von uns darüber, wenn wir es nur zulassen. Er redet auf verständliche Art, durch die Bibel, durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist und durch immer wieder neue auffällige Zeichen am Himmel und auf der Erde. Wir wollen wie Herolde herausrufen, was unser Vater Gott uns sagt und was er gerade jetzt sagt. Und das, was ich im Augenblick höre, ist, dass er sagt, ich bin der einzige Gott. Und ich rede durch mein Wort, die Bibel. Und ich rede durch meinen Heiligen Geist, aber auch durch besondere Konstellationen an den Gestirnen zu euch, meinen Kindern. Seid wachsam, achtet darauf, aber fürchtet euch nicht, denn eure Erlösung naht. So heißt es in 1. Mose 1, Vers 14, und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht, und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Verabredungen und Zeiten und Tagen und Jahren. Vater Gott teilt uns mit, dass die Gestirne am Himmel bei der Bestimmung der Zeiten helfen. Gegenüber Hiob weist er sich als allmächtiger Schöpfer aus, gerade was den Himmel und die Gestirne angeht. Hiob 38, Vers 31 bis 33, da heißt es, knüpfst du die Bänder des sieben Gestirns oder löst du die Fesseln des Orion? Kannst du die Tierkreisbilder hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Jungen? Hast du die Ordnungen des Himmels erkannt? Oder bestimmst du seine Herrschaft auf der Erde? Wir brauchen keine Himmelskunde zu studieren, sondern dem Heiligen Geist folgen, der uns mit den Gestirnen vertraut machen will.
unter anderem als seine Wegweiser für uns in dieser etwas komplizierten Zeit. Psalm 147, Vers 4, da heißt es, er, Gott, zählt die Zahl der Sterne und ruft sie alle mit Namen. Und Jesaja 40, Vers 26, hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Heer hervortreten lässt, nach der Zahl ruft sie alle mit Namen. Vor ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Unser Vater im Himmel hat jeden einzelnen Stern geschaffen und benannt. Er allein kennt die Anzahl der Sterne. Er ist und bleibt der einzige wirkliche Herr des ganzen Universums. Er führt uns immer auf guten und sicheren Wegen und ergreift in unsere irdischen Angelegenheiten ein. Wenn Sie das bis heute noch nicht wussten, dass er das tut, dann ist hier eine Gelegenheit, einmal den Anfang zu machen. Wenn wir heute zum Himmel schauen, dann meist, um das Wetter für den nächsten Moment oder den nächsten Tag zu erkunden. Aber Jesus sagte schon in seiner Zeit hier auf der Erde, in Matthäus 16, Vers 1 bis 3, und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herbei, um ihn zu versuchen. Baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr, heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und frühmorgens, heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. Jesus sagt hier, der Vater im Himmel hat die Gestirne unter anderem geschaffen, damit wir wissen, in welcher Zeit wir leben und wann wir mit ihm verabredet sind. Und er sagt seinen Freunden, den Jüngern Jesu, was er gerade vorhat. Ist das nicht wunderbar? Wir fragen uns immer wieder, ob in diesem Jahr 2016 und in den Jahren danach, also 2017 und 2018, prophetisch Bedeutsames für und mit Israel, der Welt und uns persönlich geschieht und wie es mit unserem Planeten weitergeht. Früher haben wir schon darauf hingewiesen, dass eine biblische Generation nach Psalm 90, Vers 10, 70 Jahre dauert. 70 ist in der Bibel das Produkt der beiden biblischen Vollkommenheitszahlen 7 und 10. Wenn diese zum Gründungsjahr Israels, Jahre 1948, hinzugefügt wird, dann kann das möglicherweise etwas Bedeutsames sein. Jetzt werden wir ein wenig prophetisch. Wir denken über die Zukunft nach. Mit Gott zusammen, versteht sich. Israel wird also in Kürze vollständig, frühestens im Jahre 2018. Das ist die nahe Zukunft. Und wenn wir das weltweite Durcheinander von heute betrachten, das wettkampfmäßige Aufrüsten überall, was mit dem zunehmenden Terror gerechtfertigt wird, oder die unlimitierte Gelddruckerei von Dollars und Euros, die weiter zunehmenden Flüchtlingsströme aus Afrika und Asien, dann scheint es, als wenn die Menschheit ziemlich schlecht dasteht. Und dazu kommt mittelalterliche Diktatorenschwämme. Wir haben so viele Diktatoren auf allen Kontinenten, das gibt es gar nicht. Schreiendes Unrecht auf allen Kontinenten, Kinderarbeit, Kinderprostitution, Klimavernichtung,
Ressourcen tot. Dann braut sich da ein Chaos zusammen, das wirklich niemanden ruhig sein lässt. Es muss sich also etwas ändern, und zwar politisch, finanziell, wirtschaftlich, ökologisch. Politisch korrekte Sprüche alleine sind zu wenig. Aber woher soll die Veränderung kommen, wenn nicht von Gott, dem Gott der Bibel, von Jahwe, dem das Universum gehört und der alles, aber auch wirklich alles geschaffen hat und der seine Ziele immer erreicht und der alles probiert hat, die Menschheit durch bleibende Gottesnähe zu segnen. Er hat versprochen, dieser kaputten Welt zu helfen, durch Jesu freiwillige Hingabe in den Tod sind alle Sünden aller Menschen getilgt, vorausgesetzt, dass ein Mensch dieses göttliche Opfer für sich persönlich in Anspruch nimmt, dann ist er frei. Daniel 9, Vers 24 und 25 wollen wir uns jetzt anschauen. 70 Wochen, 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Visionen und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Die Skeptiker, und von denen gibt es ja nicht wenig, die Skeptiker spotten immer noch, dass bei der Blutmond-Tetrade 2014, 2015 scheinbar nicht viel passiert ist. Doch das stimmt nicht so ganz. Eine Tetrade besteht aus 4 Mondfinsternissen, die jeweils auf einen jüdisch-biblischen Feiertag fallen. Und außerdem war die letzte Tetrade 2014, 2015 Teil einer Triade von 3 Tetraden, die zusammenhängen und 1949 angefangen haben. Wir erkennen, dass das jeweilige bedeutsame prophetische Ereignis einmal vor der Tetrade, einmal während der Tetrade und einmal nach der Tetrade ablief. Jede der 3 Tetraden hatte mit der Wiederherstellung des Bundesvolkes von Jahwe, nämlich mit Israel, zu tun. Wir gehen davon aus, dass der Unabhängigkeitstag am 14. Mai 1948 genauso prophetisch war wie der 7. Juni 1967, als die israelische Armee nach 2000 Jahren im 6-Tage-Krieg ganz Jerusalem in Besitz nahm, mit Tempelberg und Altstadt. Der Teilungsplan von 1947 sah einen arabischen Staat vor, der aber von den Arabern zurückgewiesen wurde, weil die alles oder gar nichts wollten. Also gründeten die Juden ihren Staat gerade vor der Tetrade von 1949-50. Und dann befreiten sie Jerusalem während der Tetrade 1967-68. Die Frage ist, ob das Prophetische jetzt verheißt, dass die Tetrade 2014-2015 in den nächsten 2 Jahren einen ähnlich bedeutsamen Vorteil bekommt wie die beiden vorherigen Tetraden. Diese 2 Jahresfenster würden also
auf 2017, 2018 im Gregorianischen und 5777, 5778 im jüdischen Kalender hinweisen. Denkbar ist auch, dass in diesem Zeitrahmen Daniels 70. Jahrwoche beginnt. Möglich. Möglich. Ja, wir sprechen von Möglichkeiten. Und schließlich Jesaja 66, Vers 8 sagt uns, wer hat so etwas je gehört, wer hat dergleichen je gesehen? Wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren? Denn Zion bekam Wehen und gebar auch schon seine Söhne. 1948 entstand das neue Israel an einem einzigen Tag und die Tetrade folgte etwa 2 Jahre später. Bei dieser Perspektive könnte es sein, dass die Trübsal mit dem Auftreten des Antichristen schon im Laufe der nächsten 2 Jahre beginnt. Wie gesagt, wir sprechen von einer Möglichkeit, nicht von einer Tatsache. Dieser Gedanke ist doch wirklich spannend und prophetisch zugleich. Ergänzend helfen außerbiblische Texte nur dann, wenn sie glaubhaft sind. Und das ist bei außerbiblischen Dingen nicht immer sicher feststellbar. Johannes 5, Vers 42 bis 44 sagt uns, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, sagt Jesus, und ihr nehmt mich nicht auf. Aber wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Jesus betont hier, dass die Juden ihn nicht annahmen, obwohl er vom Vater gesandt war. Dass sie aber später jemand, der im eigenen Namen kommt, sehr wohl annehmen werden. Und Jesus spricht hier ganz klar von dem Antichristen. Vor 800 Jahren lebte in Deutschland ein jüdischer Rabbiner mit Namen Judah ben Samuel. Er war ein angesehener Lehrer des Talmuds mit einer Vorliebe für das Mystische. Außerdem gehörte er einer kabbalistischen Sondergruppe an, den sogenannten Chassidei Ashkenaz, einer Geheimlehre mit Anlehnung an die jüdische Tora. Bevor er im Jahre 1217 starb, prophezeite er, dass 10 Erlassjahre, ich erinnere Sie an die Erlassjahre, die wir am Anfang besprochen haben, dass 10 Erlassjahre auf die Zeit des Messias hinweisen werden. Ein Erlassjahr findet alle 50 Jahre statt, wie wir wissen und wie wir eingangs gelernt haben. Die Frage, ob der göttliche Vater einem solchen Mann aus seinem Volk etwas so Wichtiges, Prophetisches anvertraut, können wir nicht abschließend beantworten. Doch die unglaublich sensiblen Zusammenhänge, die sich aus seiner Prophetie ergeben, sind es wert, untersucht zu werden. Zuerst stellt sich die Frage, ob in der rebellischen Nation Israel überhaupt noch Propheten sind. Wenn wir die Evangelien ansehen, müssen wir eindeutig sagen, ja, es gibt noch welche. Denken wir an Simeon und Hanna im Tempel in Jerusalem, die für das Kommen des Messias beteten ohne Unterlass und ihre Gebete wurden erhört und sie erlebten den Messias als Säugling. Wie wir weiter wissen, erhielt der Hohepriester Kaiphas ein Wort der Erkenntnis, als er verkündete, dass es besser wäre, wenn einer sterben würde und nicht die ganze Nation Israel. Johannes 11, Vers 50 bis 52. Judah ben Samuel starb im Jahre 1217 nach Christus. Die Prophetie
von Ben Samuel sagt, dass 300 Jahre nach seinem Tod, also 1517, die ottomanischen Türken Jerusalem in Besitz nehmen würden und dass ihre Herrschaft 8 Erlassjahrzyklen, also 8 mal 50 gleich 400 Jahre dauern würde und folglich 1917 zu Ende gehen würde. Er prophezeite ferner, dass es den Juden nach 9 Erlassjahren gelingen würde, also 9 mal 50 gleich 450, genau am 7. Juni 1967 im Sechstagekrieg ganz Jerusalem samt Altstadt und Tempelberg nach etwa 2000 Jahren Fremdherrschaft zurückzuerobern. Die Prophetie endet damit, dass mit dem Ende des 10. Erlassjahres, also 10 mal 50 gleich 500, im Jahre 2017 das messianische Zeitalter beginnt. Wenn das so richtig ist, dann könnte es sich um den Beginn der Trübsalzeit und das Auftreten des Antichristen handeln. Könnte. Der Antichrist muss laut biblischem Zeugnis vor der Wiederkunft Jesu auftreten. Das wissen wir. Das bedeutet, dass wenn die messianischen Zeiten beginnen, der allerletzte Zeitraum gemeint ist vor der Wiederkunft Jesu. Johannes 5, Vers 43 sagt uns, ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf, wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Er spricht vom Antichristen. Immerhin sagt uns das Wort Gottes, dass Israel mit dem Antichristen einen Vertrag schließt, den dieser nach 3,5 Jahren bricht. Die Schrift sagt, dass Jesus vom Ölberg herkommt, genau gegenüber dem östlichen oder goldenen Tor. Dann vernichtet und entreißt Jesus dem Antichristen Jerusalem, aber erst am Ende der Trübsalzeit. Als General Edmund Allenby 1917 kampflos Jerusalem von den Ottomanen, von den ottomanischen Türken übernahm, lag das daran, dass der General die muslimischen Araber per Flugblatt aufgefordert hatte, ihm die Stadt doch zu übergeben, und zwar kampflos. Sie verstanden, dass Allahby statt Allenby auf dem Flugblatt und so fiel kein einziger Schuss. Erwähnenswert ist zudem, dass die Balfour-Erklärung am 2. November 1917 vom englischen Außenminister Arthur James Balfour an Walter Rothschild, den Leiter der jüdischen Gemeinde in England und der zionistischen Bewegung in Großbritannien und Irland, ausgehändigt wurde. Diese Deklaration wurde von den Engländern gebrochen, indem sie Jordanien die Oberhoheit über Jerusalem gaben für eine bestimmte Zeit. Außerdem sollte das heutige Jordanien die neue Heimat für die Palästinenser werden. Die Westbank und Judäa und Samaria sollten den Juden gehören. Die Engländer aber errichteten stattdessen ein künstliches Königreich Jordanien, das 1946 selbstständig wurde und noch heute von seinem König Abdullah regiert wird. Durch diesen Fehler mussten Juden und Palästinenser sich in der Westbank zusammenraufen, was einfach nicht funktioniert. Nach dem Zweiten Weltkrieg schlug die UNO, die Vereinten Nationen, eine Zwei-Staaten-Lösung vor, die Israel sofort für sich nutzte und die Palästinenser bis heute ablehnen. Noch einmal zurück zu Judah ben Samuel. Am Ende der 8 Erlassjahrzyklen, am Ende der 400 Jahre im Jahre 1917 begann etwas vollkommen Neues. Das ist wichtig, dass wir uns das merken, denn die biblische Zahl 8 steht immer für etwas Neues, für einen Neuanfang.
oder die biblische Zahl 10. Das 10. Erlassjahr ist 2017. Dabei denkt man sofort an die 10 Gebote. Die Zahl 10 spricht in der Bibel von etwas Fertigem, Abgerundeten. Es wird angedeutet, dass nichts mehr zu wünschen übrig bleibt. Der Kreis hat sich geschlossen. Mit diesem 10. Erlassjahr wird sich eine einzigartige Sternenkonstellation am Himmel ereignen, wie in Offenbarung 12 beschrieben. An Rosh Hashanah am 23. September 2017 wird dieses außerordentliche Zeichen am Himmel im Sternbild der Jungfrau erscheinen. Die Jungfrau ist mit der Sonne bekleidet, so heißt es dort in Offenbarung 12, Vers 1 und 2. Der Mond ist unter ihren Füßen, die Jungfrau trägt eine Krone mit 12 Sternen. Interessant, die Planeten Merkur, Mars und Venus, die wandernden Sterne, treten in der Reihenfolge ihrer Größe auf. Und Jupiter, der Planet des Messias, wird geboren, nachdem er 9 Monate im Bauch der Jungfrau war. Das biblische Erlassjahr findet alle 50 Jahre statt. 8 mal 50, 400. 8 mal 50, 400. Die Türken eroberten Jerusalem tatsächlich 1517. 1517 plus 400 ergibt 1917. Das ist das Jahr, in dem der englische General Edmund Allenby Jerusalem eroberte und von den Türken befreite. Danach, so der Rabbi, würden die Ottomanen aus Jerusalem vertrieben werden und Jerusalem würde für ein Erlassjahr, also 50 Jahre, zu niemandem gehören. Im 10. Erlassjahr schließlich würden die messianischen Endzeiten beginnen. Das wäre dann im Jahre 2017. Bisher, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist alles so eingetroffen, wie der Rabbi es prophezeit hat. Juda ben Samuel war schon 300 Jahre tot, ehe die Ereignisse, die er vorhersagte, tatsächlich passierten. Er konnte also gar nicht von irgendwelchen Ereignissen seiner Zeit her das eine oder andere in der Zukunft liegende schon gewusst haben, sondern seine Quellen waren das Bibelstudium und das Reden des Heiligen Geistes. Juda ben Samuels Prophetie erfüllte sich also präzise. Zwischen 1917 und 1967 war Jerusalem britisches Mandatsgebiet, von 1947 bis 1967 regierten die Jordanier im britischen Auftrag Jerusalem und während des Sechstagekrieges eroberten die Israelis nach 2000 Jahren Abwesenheit Jerusalem im Jahre 1967 als ihre Hauptstadt zurück mit Tempelberg und Altstadt. Danach hat eigentlich der Countdown zum messianischen Zeitalter begonnen. Und aufgrund der präzisen Vorhersagen von Rabbi Juda ben Samuel glauben nicht wenig prophetisch Interessierte, dass auch in 2016, 2017 mit dem Eintreffen des 10. Erlassjahres seit 1517 etwas ganz Besonderes passiert. Bedeutsam ist schließlich auch, dass 2018 ein super Blutmond über dem Tempelberg in Jerusalem aufgeht, wie schon im Jahre 2011. Und die Tetrade von 4 Blutmonden war genau in der Mitte zwischen diesen beiden Superblutmonden 2011 und 2018 über dem Tempelberg zu sehen. Außerdem 49 Jahre vergingen zwischen 1917 und 1966 und 49 Jahre zwischen 1966 und 2015. So, liebe Zuschauer, sieht das aus. Es ist eine Zeit voller spannenden Ereignisse, die vor uns liegt.
70 Jahre vergingen von 1948, der Gründung Israels, bis 2018. Und 70 nach Christus plus 1948, dem Gründungsjahr Israels, ergibt zusammen 2018. Auch das kann Bedeutung haben, muss es aber nicht. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen und grüße Sie und freue mich auf das nächste Mal.